Hey Leute, willkommen zurück zu Until Dawn. Wir sind mit Jess in der Gästehütte angelangt und wollen jetzt eigentlich ein Feuerchen machen. Aber ich sehe mich erst noch kurz um, denn Jess kann jetzt auch noch eine Weile warten. Die war nämlich sehr gemein zu uns. Die beschimpft uns die ganze Zeit und ich meine, sie ist unsere Freundin. Das macht man nicht als Freundin. Ist das Hannah? Du sollst nur ein Feuer machen, kein Roman schreiben. Wie lange dauert das denn noch? Hannah holt Bronze beim Alberta Junior Invitational 2013. Das ist wohl ein Tennisturnier. Sieht man zumindest an dem schicken Mützchen, das sie trägt. Na, gibt's hier noch was zu finden? Ein Totem vielleicht. Da liegt noch was, aber das sehen wir uns gleich an. Hey, guck mal, das ist eine Gästehütte. Es ist so kalt hier drin im Moment, dass meine Zunge sofort an dir fest. Ah, Mann, verdammt! Weg! Verfluchte Scheiße! Fuck, fuck, shit! Ja, verfluchte Scheiße, fuck, fuck, wow, shit. Du kleiner Schisser, Mike. Komm schon. Das könnt ihr so zitieren, ja? Oh Mann. Du bist aber auch ein bisschen. Bisschen Schisser, ne? Mike. So ein bisschen. Bearbeitet von Tom Heaton. Das Kamasutra. Ja, das können wir doch bestimmt nutzen. Oh, wenn, was haben wir denn hier? Die waren einfallsreich. Ja, wenn einer der Liebenden einen oder beide Schenkel des anderen zwischen seine oder ihren eigenen Schenkel aus Kräften presst, so wird das die Schenkelumarmung genannt. Vielfältiger Einsatz des Vergnügens in seinen höchsten spirituellen und physischen Formen. Was der Ehemann am stärksten von seiner Frau oder Geliebten begehren muss, muss die Frau oder Geliebte höchst ekstatisch erwidern. Die mannigfaltigen intimen Freuden des Fleisches sind Ausdruck sowohl weltlicher Zuneigung als auch spiritueller Einigkeit. Daher muss, wenn der Ehemann die Position aufsteigender Elefant einnimmt, die Frau mit der Position antworten, die seit Urzeiten als prächtiger Schwan bekannt ist. Die fortgeschrittene Position, die als Eremit auf der Leier spielend bekannt ist, wird oft mit einer Position gepaart, die viele Namen trägt, aber zumeist tausendschön genannt wird. Wenn man das Bild einer Person... Ich weiß nicht, ob ich fit genug bin für diese Art von... Matratzensport. Ja, das sieht ein bisschen interessant aus. Ja, mal gucken. Vielleicht, wenn man das Bild einer Person im Spiegel oder im Wasser küsst oder den eigenen Schatten an der Wand, ist das ein Kuss der Offenbarung. Wenn die Frau ihre Schenkel um die ihres Liebhabers verschränkt, entsteht die umschlingende Position. Weiter geht's leider nicht. Das werden wir später noch ausgiebig studieren mit Jess. Ne, Jess? Wir haben noch was vor heute. Ist noch Zeit. Die Nacht ist jung, Baby, und wir sind es auch. Hat das nicht mal Madonna gesagt? Wenn du einen Liebhaber brauchst, dann nimm dir einen 18-Jährigen. Der weiß zwar nicht, was er tut, aber das macht er die ganze Nacht. Ja, in diesem Sinne, Leute, mache ich jetzt mal Feuerchen für Jess. Um vielleicht die Leidenschaft wieder etwas anzufachen mit den beiden. So, mein Liebchen. Erstmal ein Scheitholz. Noch einen, ja, besser ist. Noch einen? Ne. Ein Streichholz, sag mal. Mike 1, Feuer 0. Wirklich schön. Bravo. Ja, ich kann das. Okay, my lady. Was kommt jetzt? Ich glaube, mit Alkohol wäre es entspannter. Wow. Na, wenn ich das früher gewusst hätte. Ich weiß nicht. Ich bin noch nicht so weit. Soll ich den Verführer machen, den Casanova, oder erstmal... Na komm, ich bin der verständnisvolle Romantiker. Hallo? Mache ich irgendwas falsch? Nein. Ich meine, ich dachte, du bist so, aber du bist irgendwie anders. Ergibt das einen Sinn? Du kannst nichts dafür. Jess? Ich mag dich wirklich. Was du auch von mir denkst. Tja, gib mir eine Chance und ich werde dir zeigen, was du brauchst. Also, dein Selbstvertrauen gefällt mir. Mike, die Fensterläden. Was ist damit? Kannst du sie bitte zumachen? Da draußen ist doch keiner. Ich fühle mich aber irgendwie beobachtet. Das gefällt mir nicht. Jess, wirklich, alles gut. Es gefällt mir wirklich nicht. Okay, Fensterläden zu. Oh Gott, die Angst ist nicht unbegründet. Ist sie nie in Horrorfilmen. Sollte man wissen.
glaube, da kann trotzdem noch jemand durchsehen. Voila, die Läden sind dicht. Nimm die Knarre. So, wo waren wir? Tut mir leid. Sorry, ich glaube, ich bin ein bisschen durch den Wind und mir fällt es schwer, das jetzt durchzuziehen. Und was? Was durchzuziehen? Also, ich gebe mich immer selbstbewusst und total super sexy und all das, aber eigentlich, ich will ehrlich sein, ich bin eigentlich ziemlich unsicher. Abschätzig? Nee, ich will sie beruhigen. Komm, ich will sie... Wie soll ich sagen? Gerade wenn eine Frau unsicher ist, sollte man sie... Ja, weiß nicht. Sollte man zeigen, dass man Verständnis hat. Und nie... So wie sie ihn gerade anguckt, oder so wie er gerade guckt, der sieht aus wie ein Idiot. Was mache ich jetzt? Soll ich den nackten Mann machen oder soll ich sie abfüllen? Ich weiß nicht. Nein, ich beruhige sie erstmal. Jess. Das kann nicht dein Ernst sein. Was? Es gibt gar nichts, weswegen du unsicher sein musst. Oh. Du hast keine Ahnung. Sicher doch. Du bist genau wie ich und jeder sonst. Wir sind alle unsicher. Aber du hast ein Händchen für große Auftritte. Du glaubst, es ist fake, aber es ist echt. Ja, ich schätze schon. Ja, und das ist super mega scharf. Wirklich? Ja, auf jeden Fall. Komm her. So, wo geht der BH jetzt auf? Vorne oder hinten? Vielleicht habe ich ja auch ein Händchen für dich. Ich bin auf jeden Fall bereit für deine Händchen. Na komm, also wenn wir jetzt abtreten müssen, dann mit einem Nimmerchen, oder? Ganz ehrlich, ich nehme die Knarre mit. Ich gucke auch, ob sie geladen ist. Nimm das Gewehr! Bist du bescheuert? Du kannst doch nicht jetzt einfach so da hingehen. Da ist gerade ein Fenster zersprungen, ja? Es ist zerberstet. Du kannst... Er nimmt nicht mal den Schürhaken. Sag mal, hast du noch keine Horrorfilme gesehen? Du weißt doch ganz genau. Jungfrauen überleben. Leute, die rummachen, sterben. Und deswegen nimm dir eine Waffe mit. Verdammt. Hier Musik? Was zur Hölle? Na, ich kann wohl nichts mitnehmen, das ärgert mich ein wenig, aber ich glaube, ich muss damit leben oder sterben jetzt mit der Entscheidung. Oh Gott. Das Handy? Ist das das... Alter Schwede, ist das Handy von Jess? Dein Telefon! Was? Der Bär hat's gebracht, ist aber lieb. Wieso denn mein Telefon? Keine Ahnung, erst kam halt das Fenster. Oh, verfluchte Scheiße! Verdammt, Mann! Was? Diese verdammten Arschlöcher sind uns bestimmt gefolgt, um uns zu erschrecken, wenn wir gerade zur Sache kommen wollten. Oh. Oh. Hey! Ja, Penner! Ich meine euch! Ich weiß, dass ihr da seid! Was für eine Scheiße soll das sein? Gönnt ihr uns den Spaß so wenig? Tja, ratet mal! Euer Pech! Ihr verderbt uns den Spaß nämlich nicht, weil Michael und ich nämlich gleich ficken! Genau, wir haben jetzt gleich Sex und der wird echt heiß! Also genießt es, denn wir werden das ganz sicher tun! Wow! Scheiße! Was eine Ansage. Oh Gott! Nein! Ach du Scheiße, was war das bitte? Glaubst du wirklich, die Mädels haben mit uns kommuniziert? Keine Ahnung.
Ich weiß nicht, ob ich mir das überhaupt wünsche oder nicht. Wir sollten es rausfinden. Oh mein Gott. Also Jess ist die Erste. Wir haben jetzt auch schon lange nichts mehr von Emily und Matt gehört. Wer hat da im Wald damals geschrien? Also damals, vor ein paar Parts, meine ich. Josh sah wirklich erschrocken aus bei der Seance. Ja, ich meine, er sah aus, als hätte er sich im Griff, aber... Hätten wir lieber nicht über seine Schwestern reden sollen? Ich meine, deshalb sind wir doch hier. Will nicht, Twee. Aber ja. Nicht so. Nicht wegen einer Seance. Vielleicht war das echt zu viel. Oh Mann, Leute, das... Oh Gott. Ein Brillenetui mit Hannahs Initialen auf der Rückseite. Hannah hat ihre Brille an dem Tag getragen, an dem sie verschwand. Oh, die haben echt Jess geholt. Verdammt nochmal, das gibt's doch gar nicht. Oh Leute, mir schwant gerade übel. Das wisst ihr noch, diese Prophezeiung. Die hier. Oder nee, was war's? Gefahr war's auf jeden Fall. Nein, das war's nicht. Was ist das hier? Oh Gott, das ist Ashley. Okay, das ist Emily. Hier, oh Scheiße, das war Jess. Warte mal, was war denn nochmal? Rot? Nee. Ja, es war wohl das Glückstotem, das Weiße für Jess. Dass sie das irgendwie überlebt. Es kann aber auch sein, dass sie stirbt. Scheint nichts mehr zu sein. Oh, meine Güte, Leute. Das war eben ganz schön Horror. Also das war... Oh Gott. Die wissen gar nicht, was los ist. Arme, naive Teenager. Die denken, die machen sich hier eine Gaudi. Haben immer noch keinen Strom in der Hütte. Und am Ende werden sie vielleicht alle sterben. Das hier denn? Das ist eine ausgestopfte Eule. Sowas finde ich ja immer sehr makaber. Das mag ich nicht, sowas. Nein, das mag ich nicht. Chris, warte mal. Ich will noch mal gucken hier. Verdammt. Wie die Türen einfach alle verschlossen sind in diesem Haus. Außer natürlich die Türen, die relevant sind. Und Fenster. Schon. Da! Was? Da war etwas hinter den Büchern. Oh, bin ich zusammengezuckt eben. Ist das ein Knopf? Wozu sollte da ein Knopf sein? Sehr gute Frage. Soll ich draufdrücken? Dazu sind Knöpfe da, schätze ich. Nein, das machen wir jetzt noch nicht. Ich entscheide das selbst. Na gut, ich drück drauf. Es scheint ja sonst nichts zu geben hier. Wow, Wand geht auf. Kopf explodiert. Sind wir hier in einem Film oder sowas? Falls ja, hoffe ich auf eine Komödie. Typisch für die Washington, sogar mit Geheimgängen im Haus. Vielleicht wussten sie nichts davon. Das Haus ist super alt. Und sollen wir reingehen? Ja, geh vor. Nee. Du gehst. Vielen Dank. Ob wir hier wirklich was dazu finden, zu dieser ganzen Sache? Mag er Jess eigentlich? Ja... Jess meine ich. Ich meine Ashley. Oh ja, er mag Ashley am zweitmeisten. Josh ist natürlich ein richtiger Kumpel. Da, guck mal, eine Spinne. Schön. Sind hier Taranteln heimisch? Oh, sie hat ein Schmetterlingstattoo. Wow. Was? Wow, was ist das? Oh, was? Ich werde sie holen und wie Schweine ausbluten lassen und ihnen die weiche, weiße Haut abziehen. 16 beschissene Jahre. 16 Jahre habe ich auf die beiden süßen Hannah und Beth gewartet. Ach du Elend, was hat der für ein Problem, dieser Typ? Aha, eine gruselige Nachricht an die Washington-Familie, in der mit Rache an Hannah und Beth gedroht wird. Am Ende geht das hier alles wirklich nur gegen Josh. Und die anderen sind halt Beiwerk. Scheiße. Ah, ich beschütze sie mal, oder? Ich mag Ashley, ja. Also er mag sie. Ach nein, hier gibt's nicht viel zu sehen. Hast du überall gesucht? Gehorchen wir jetzt ernsthaft einem Hexenbrett? Aber es hieß die Bibliothek. Ash, es ist nichts hier. Suchen wir einfach Josh, okay? Ich fand die Spinne eben süß. Na, magst du nochmal an der Kamera vorbei?
Ich find's klasse, Leute. Stell ich mal vor, dass hier wir jetzt mit so einer Art Oculus Rift spielbar. Ich fänd's fantastisch. So eine VR-Brille. Ach so, na dann. Sollten wir vielleicht mal in diese ominöse Tür gehen, die sich gerade aufgetan hat. Ist ja nichts Gruseliges dabei, ne? Wenn hier alles ein Eigenleben entwickelt. Das war wirklich bizarr. Ja, wem sagst du das? Warum gibt es einen ganzen Geheimraum da drin mit Knopf und beweglicher Wand, wenn der dann leer ist? Hat ja keiner gesagt. Nur das, ja, das hat Chris gesagt, aber trotzdem. 8. November 2013, Dr. C.J. Swaffham, Abteilung für Ethnizität, 183, ist egal, in Vancouver. Sehr geehrte Dr. Swaffham, vielen Dank für Ihre Antwort. Es ist gut zu wissen, dass der Stamm sich dem Land hier noch immer verbunden fühlt, obwohl wir ein paar bedauerliche Probleme haben, zum Beispiel Graffiti und Personen, die in den Außengebäuden unerlaubt übernachten. Dies ist schließlich die Heimat Ihrer Vorfahren. Ich habe mit dem Nachkommen des Stammes Kontakt aufgenommen und beabsichtige, Ihrem Ältestenrat eine Spende zukommen zu lassen. Die Wunden der Vergangenheit zu heilen wird nicht einfach sein, aber ich glaube, dass es ein notwendiger Schritt ist. Mit freundlichen Grüßen, Melinda Washington. Auf der Rückseite: Habe wieder diesen Irren gesehen. Donnerstag 21.17 Uhr, hing beim Generatorschuppen rum. Ich werde ab jetzt Buch führen. Ah. Der stammt anscheinend von Josh's Mom. Ja, noch ein Beweis. Ja, sie bemüht sich sehr, etwas in Ordnung zu bringen mit irgendeinem Ureinwohnerstamm. Ja, das schlechte Karma reicht sehr, sehr weit. Karma is a bitch. Was haben wir bei Jess gesehen? Wer vom Vögeln redet, der macht einen Abflug. Oh, ein Totem. Ja, es muss... Ich bin noch nicht ganz sicher. Also, wahrscheinlich können wir das auch durch unsere Entscheidung hier so ein wenig lenken. Haben wir es mit etwas Übernatürlichem zu tun? Ein böser Geist aus den Wäldern? Durch diese Indianer, diese Ureinwohner, die wir hier vertrieben haben, beziehungsweise die Washingtons oder die Vorbesitzer dieser Hütte? Oder ist es ein ganz normaler Serienkiller, so ein Psychokiller oder halt eben diese Geschichte aus der Vergangenheit? Sehr geil. Ich habe darüber nachgedacht, was Sam und ich gesehen haben. Was? Da war so ein Steckbrief. Wie in den alten Westernfilmen, weißt du? Und? Und Sam war überzeugt, dass hier irgendjemand gefolgt ist. Also, willst du sagen, hier ist ein Verbrecher auf dem Berg bei uns? Na, da war der Kerl, von dem ich erzählt habe. Warte. Welcher Kerl? Der die Washingtons bedroht hat. Er hat gesagt, er will Rache üben, indem er das ganze Haus abfackelt. Chris, wenn das deine Art ist, mich aufzumuntern, bist du gefeuert. Hörst du das? Es war Josh! Das kam aus der Küche. Josh! Josh! Willkommen! Halt durch! Ashley! Ash, was ist los? Lass mich rein! Ashley! Ich werde... Ash! Ash! Oh Scheiße, jetzt kommen die wirklich. Oh nein, was? Ich zeige dir jetzt ein paar Bilder von Menschen, die du ganz gut kennst und magst.
Aber möglicherweise magst du sie nicht so gern, wie du vorgibst. So, das ist eine Übung in Ehrlichkeit. Sag mir, welche Person du jeweils am meisten magst. Lass dir Zeit. Die Antworten sind von Bedeutung. Oh nein, wahrscheinlich muss ich jetzt entscheiden, wer lebt und wer stirbt. Natürlich mag ich Sam. Obwohl Josh auch ein cooler Typ ist. Definitiv. Ich mag Sam. Okay, also ich mag Matt lieber als Emily. Das ist eine Bitch, aber... Wünsche ich ihr den Tod deswegen? Nein. Ich wünsche mir noch ein paar Zickereien von ihr. Oh. Ashley oder Chris? Ich mag Ash, sie ist eine Liebe. Und Chris, ich weiß nicht, was ich von ihm halten soll. Definitiv Ash. Mike oder Jessica? Ich mag Mike lieber. Da muss ich nicht lange überlegen. Sie ist so ein bisschen zickig. Was haben wir hier? Na, Josh auf jeden Fall. Ich mag Jessica lieber als Chris, glaube ich. Wie er guckt immer. Jetzt sag mir, bei diesem Spiel, das du so beflissen verfolgst, wen kannst du da am wenigsten leiden? Ich glaube, Emily mag ich nicht. Ein bisschen biestig für dich, nicht wahr? Oft wird mangelndes Selbstvertrauen überspielt mit einem Übermaß davon. Denk drüber nach. Klingt das nicht ein bisschen nach dir? Nö, ich bin nicht biestig. Ich sehe gerade, die Zeit ist auch schon um. Wir sehen uns bald wieder. Ich bin eigentlich ein netter Mensch, glaube ich. Von daher, ich muss nicht überspielt biestig sein, um Unsicherheiten zu verbergen. Ich bin nicht unsicher. Aber gut. Leute, ich würde sagen, bevor wir uns das jetzt ansehen, diese kleine Rückblende, damit würde ich gerne den nächsten Part starten, weil das passt ganz gut. Es kommt heute noch einer, also keine Sorge. Beende ich die Folge. Ich danke fürs Zusehen, danke für das Feedback und bis bald zu Until Dawn.